Why? Why is it good to want others to be happy? Ja, warum eigentlich? Diese kleine Unsympathin hat großen Einfluss. Man feiert sie von Hollywood bis in Silicon Valley und im Weißen Haus. Ihre egoistische Denkweise prägt die USA seit 80 Jahren. Wer ist Ayn Rand? Und warum ist ihr Glück wichtiger als unseres? And we should celebrate it, use it, enjoy it, be selfish. There's a virtue in selfishness. Right. Eins ist klar, jeder ist für sein Schicksal selbst verantwortlich. Versager haben Pech gehabt, also fast alle, laut Rand. All does, yes. Ihre Weltanschauung verewigt sie in Romanen, kapitalistischen Dystopien, die Kult wurden und in denen geniale Ingenieure, Wissenschaftler und Industrielle ohne Rücksicht auf die Erwartungen der Gesellschaft operieren. What are you going to do? You have to leave that up to me now. Und es funktioniert. Der ewige Quell von 1943 ist das Lieblingsbuch von Donald Trump, Sandra Bullock und Brad Pitt. Die seriöse Library of Congress hält Atlas wirft die Welt ab aus dem Jahr 1957 für das zweiteinflussreichste Werk. Nach der Bibel. Have you read her? Rand. Atlas shrugged. Aber worum geht's da jetzt? Die fiktive Welt in ihren beiden großen Romanen, Der ewige Quell und Der Streik, dreht sich um zwei Heldenfiguren, Howard Roark und John Galt. Beide werden von einer Gesellschaft abgelehnt und missverstanden, die von kommunistischen und sozialistischen Ideen verdorben ist. Und natürlich demonstrieren sie der Welt ihre Überlegenheit als einzigartige schöpferische Genies. Sie überwinden alle Grenzen, die diese Gesellschaft bereithält. Ein typisches Beispiel eines Helden nach Rands Vorstellungen wäre Iron Man. The Jericho. Der industrielle Milliardär wird zum Superhelden, mächtiger als jede Armee. I write for the purpose of creating an ideal man in actions which he can respect and admire. Ayn Rand verlieh mit ihren Helden, Dramen und Epen dem Kapitalismus die fehlende Mythologie. Natürlich lässt das viele träumen. I'll drink to that. Die konservativen Studenten in den USA berufen sich auf sie, tragen T-Shirts mit ihrem Namen und reden nur über ihre Bücher. Sie ist eine Ikone der kapitalistischen Idee geworden. Fast eine Art Che Guevara des Kapitalismus. Ayn Rand hat allen Grund, antikommunistisch zu sein. Sie wird 1905 in St. Petersburg geboren und ihre Familie 12 Jahre später enteignet. 1926 geht sie in die USA und macht aus ihrem Hass eine Mission. Cecil B. DeMille holt sie nach Hollywood und sie tritt der Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals bei, wie auch John Wayne und Walt Disney, und veröffentlicht eine Bibel der Moralität für Drehbücher. Frank Capras ist das Leben nicht schön mit James Stewart, sieht sie als ideologische Untergrabung, weil darin die Banker die Bösen sind. That's right. That's right. Die Filmemacherin philosophiert schon bald über das Konzept des Objektivismus. Sie beschreibt ihn so. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself. Eine der zentralen Ideen des Objektivismus ist, dass die Natur dem Menschen vorschreibt, sich selbst zu erhalten und er deshalb wie ein rationaler Egoist handeln muss. Er hat als Ziel seines Handelns nur sein eigenes Wohl und niemals das Wohl anderer. Rand stirbt 1982, hat aber weiter viele Fans. Angelina Jolie, Edward Snowden, Hillary Clinton und den französischen Pornostar Clara Morgan. Sogar Anton LaVey, der die Church of Satan gründete, beruft sich auf sie. Aber warum lieben sie alle?
Das ist Rands Stärke. Sie vermittelt neoliberale und auch reaktionäre Ideen auf rudimentäre und manchmal wenig appetitliche Weise, indem sie Romanhelden schafft, mit denen man sich einfach identifizieren muss. Howard Roark und John Galt sind eine Mischung aus James Bond und einem weisen Stoiker. Viele von uns wären gerne James Bond oder Iron Man. In den 50ern gründeten ihre Verehrer daher das Nathaniel Brandon Institute, um die objektivistischen Ideen der Philosophie von Rand zu propagieren. Am I correct to assume that according to your philosophy that you are a perfect being? Eine Sekte mit seltsamen Regeln wie in Fight Club feiert Rands Größenwahn. Die beiden Grundsätze für alle Objektivisten sind erstens: Ayn Rand war der außergewöhnlichste Mensch, der je gelebt hat. Der zweite Grundsatz ist, Atlas wirft die Welt ab, auch der Streik genannt, ist das größte Werk der Weltgeschichte. Das Geheimnis für Ayn Rands Nachwelt mag lauten, wer ihr zustimmt, darf egoistisch sein und vielleicht glücklich. I read every last word of this garbage and because of this piece of s***, I'm never reading again!